Moin Leute, ich hab's ans Wasser geschafft. Coole Sache. Ja, ich habe nicht viel mit. Ich habe nur hier meine Karpfenrute rechts von mir und hier meine Massetfeeder-Rute und ein bisschen Zubehör, was man so braucht halt, ne? Ein paar Köder, überwiegend Boilies, habe ein bisschen angefüttert mit ein paar Hände voll. Ich habe noch ein paar alte Boilies im Froster gehabt, die mussten weg. Und ich habe jetzt noch Grundfutter, so einen flurfarbenen Boilie an der Massetfeeder. Und dann schauen wir mal. Ist hier alles ein bisschen beengt. Dadurch, dass hier die Büsche neben mir sind, da muss ich gucken, dass ich nicht hängen bleibe. Es hat jetzt zum Glück ein bisschen zugezogen. Vorhin in der Sonne war echt warm. Das ist der erste Korb, den ich ausbringe. Erstmal Futterplatz anlegen. Drehe euch mal um. Ja, ist jetzt hier ein bisschen schwierig hier. Einen Moment, ich muss mal hier. Einen Moment. So, weiter geht's. Ich bin heute an einer relativ schmalen Kuhle. Aber ich weiß, hier sind große Karpfen drin. Zwar auch Zwergwälze, aber halt auch große Karpfen. An der Stelle, wo ich jetzt sitze, habe ich noch keine Karpfen gefangen. Immer an einer anderen Stelle. Aber schauen wir mal. Also Zielfisch, wie gesagt, heute Karpfen. Gucken wir mal, ob wir einen verhaften können heute. Ja, da drüben werfe ich hin. Genau neben so einem Busch. Korb Nummer 2. Hier auch eine etwas tiefere Kuhle, also über 2 Meter ist die, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Aber richtig warm das Wasser. Ah, fast in den Busch reingeworfen. Korb Nummer 3. Korb Nummer 4. Jetzt ist es aus dem Clip raus. Tatsache. Moment, neu einklippen. So. Schauen wir mal, ob die Weite noch stimmt. Ja, manchmal passiert das, da rutscht die Schnur aus dem Clip raus. Passiert nicht oft, aber hin und wieder mal doch.
Ja, ich bin auch relativ spät erst los, also nach dem Mittag irgendwann. Ich habe zwar noch keinen Mittag gegessen, ich habe mir ein paar Scheiben Brot eingepackt und einen Apfel und natürlich was zu trinken. Wie immer Cola. Cola-Changi, wie ich bin. So, schauen wir mal. Ja, passt noch. Zwei Körbe bringe ich noch aus. Und dann soll das erstmal reichen zum Anfüttern. Doch tatsächlich wenig los im Moor heute. Soll mir ganz recht sein, da habe ich mal eine Ruhe. Ups, das war ein bisschen weit nach links. So, ein Korb noch. Und dann war es das erstmal. Und dann fütter ich so gefühlt alle 10 Minuten, Viertelstunde fütter ich mal einen Korb nach. Ich werfe nachher noch ein paar Boilies nach drüben. Ein paar kleine Boilies habe ich noch zum Anfüttern mitgenommen. Und mal gucken, ob ich darüber werfen kann. Ob ich das hinkriege. Da wäre so eine kleine Schleuder gut. So eine Madenschleuder oder so. Ups. Ja, egal, die Fische werden den Haken schon finden. So. Wohl könnte ich eigentlich auch so. Ja. Gut. Jetzt heißt es warten. Bis was beißt. Jetzt muss ich mal was trinken. So ein Durst. Also ich zeige euch noch mal ungefähr. Ja, ich kann das jetzt schlecht erkennen auf dem Display da, drüben so vor dem etwas hervorstehenden Busch. Da habe ich ausgeworfen. So, ich drehe euch mal um. Mal gucken. So, so müsste es gehen. Ich muss nur darauf achten wegen Akku. Ich habe zum Glück bei der Kamera waren zwei Akkus dabei. Mal schauen, das mal umdrehen vielleicht noch. Ich hoffe, ich bin drauf einigermaßen auf der Kamera. Und dann schauen wir mal. Ich habe meine Kornkopfpfeife dabei. Düsenjet. Thank you.
das Schöne ist, man sitzt hier ein bisschen, man hat rechts einen Busch, links einen Busch, ist nur nach hinten frei und hier sitzt man gut windgeschützt. Weil es geht ja doch ein bisschen Wind, aber nicht viel. Heute ist angenehm, schön warm, um die 20 Grad. Also ihr seht, T-Shirt-Wetter. Ich habe euch ja noch gar nicht richtig begrüßt, Mensch. Ja, ich begrüße euch natürlich recht herzlich zum neuen Angelvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo natürlich. So. Jetzt stopfe ich mir erstmal in aller Ruhe ein Pfeifen. Das habe ich mir jetzt verdient. Ja, alles schön kompakt, schön eng hier am Platz zusammen, ne? Schön die Ruten im Blick. Gut, die Karpfenrute habe ich auf dem elektronischen Bissanzeiger sitzen. Die hört man, wenn da was abzieht. Es ist so herrlich warm heute. Nicht zu warm, es ist richtig angenehm. Also ich schwitze jetzt schon, aber es tut endlich mal wieder richtig gut mit Wärme und kein Regen. Und ich hoffe, es bleibt trocken. Ich habe nämlich meinen Angelschirm nicht mitgenommen, weil ich mich heute mal so ein bisschen auf den Wetterbericht verlassen habe. Der Wetterbericht sagt, nein, es soll nicht regnen. Ja, dann hoffen wir mal, ne? Nee, sag bloß, ich habe meinen Tschechen vergessen. Da ist er. Boah, Asche im Auge. Das ist der Nachteil beim Pfeifenrauchen hier draußen. Dann habe ich schon eine Brille auf und kriege trotzdem die Asche in die Augen. Unter der Brille durch. Der Nachteil ist halt, beim Feuerzeug, wenn Wind ist, hat man da echt Schwierigkeiten. Naja, gut. Wenn der Tabak einmal brennt, dann
geht's. Er ist relativ trocken. Hm. Fast aufs Beste. Man ist jetzt kein übermäßig guter Tabak, aber ja, man kann ihn rauchen. Ne? Gibt Schlimmeres. Die Pink Villa zum Beispiel. Vorteil ist halt auch, wenn man am Wasser sitzt und raucht so vor sich hin, man hat halt kein Viechzeug, ne? Das haut halt ab in dem Moment, wo man raucht. Ich hoffe, der Ton, der passt einigermaßen. Ja, hier die Kuhle ist ja so von Büschen eingesäumt, das ist schön, jetzt im Sommer. Man wird nicht gleich gesehen, ne? Also hier drüben ist ja der Hauptweg hinter euch. Das sind bis zum anderen Ufer, was würden das sein? 10, 15 Meter? Ja. Ja, so 10, 15 Meter ungefähr. Und da ist halt alles mit Büschen bewachsen. Hier am Ufer auch. Und man hat halt immer so Lücken dazwischen, wo man sich zum Angeln hinsetzen kann. Ne? Hier ist ein Problem, hier kann ich nicht richtig weit genug an die Wasserlinie, weil hier vorne ist es ziemlich weich und da muss man echt aufpassen, dass man nicht abschmiert. Wäre gar nicht gut, weil ich nicht Schwimmer bin. Auf die Idee, die mit zum, das wird jetzt meine Angelpfeife. Auf die Idee hat mich Michael gebracht, und zwar Pfeifenraucher der Insel. Falls du das Video siehst, Grüße gehen raus. Er hat gesagt, er nimmt seine Kornkorb auch immer mit zum, zum Rauchen, ja, zum Rauchen sowieso, aber zum Angeln. Ja, gesetzt den Fall, dass sie wirklich mal kaputt geht oder dass man sie verliert. Ich hoffe, das passiert mir nicht. Also ich lege die auch in meine Angelkiste rein, dann passiert da nichts mit der. Aber ja, wenn die mal kaputt gehen sollte, ist das nicht so sehr tragisch, als wie wenn man eine Bruyère-Pfeife mit ans Wasser nimmt, ne? Die ja doch vom Wert her auch ein bisschen mehr ist. Und es wäre halt einfach schade drum, wenn man eine Pfeife verliert oder kaputt geht. Ne? Und man hat ja durchs Angeln doch mal ein bisschen ja, Schmutz am Finger, ne? Oder Schmutz an der Hand, und das möchte ich nicht auf dem Bruyère-Holz haben. Das ist echt toll heute, das Wetter. Herrlich. So, mal einen Futterkorb ausbringen. Ja, ich muss nächsten Monat muss ich in Angel laden. Muss mir unbedingt eine Stirnlampe holen, da komme ich nicht drum rum. Da hole ich mir erstmal eine ganz günstige. Ich weiß nicht, was die da kosten. 10, 15 Euro oder so vielleicht. Oder lass es 20 Euro kosten.
Hauptsache was mit Rotlicht, damit ich endlich mal wieder Tauwürmer suchen kann. Ich hatte mir das letzte Mal die Stirnlampe von meinem Angelspezi ausgeliehen. Aber wie es halt immer so ist mit dem Ausleihen, wenn es mal kaputt geht, ist doof, ne? Wenn es einem ausgerechnet, wenn es kaputt geht, ist es dann, wenn es geliehen ist, ne? Und das ist dann auch doof, ne? Ich meine, da kann man nichts dafür, aber es ist halt trotzdem kein schönes Gefühl. Und deswegen brauche ich unbedingt eine neue Stirnlampe. Und dann werde ich auch mal wieder auf Aal angeln am Tag. Ich werde auch mal eine Nachtschicht einlegen, definitiv. Aber solange die Kriebelmücken noch unterwegs sind, tue ich mir das nicht an. So. Ja, wenn es so windstill ist, dann kann man die Rute ruhig nach oben stellen, die Spitze. Das geht. Wenn es natürlich so windig ist, da ist am besten, wenn man, gerade weil bei den Messed-Feeder-Routen, weil die ja so fein von der Bisserkennung sind und wenn du dann ständig so ein Wackeln hast durch den Wind, das ist dann nicht so. Dann nicht so toll. Ich muss mal die Lehne weiter nach oben machen. Geht so, muss so gehen. Überall die Hummeln unterwegs hier. Das ganze Gesumme und Vogelgezwitscher, ich liebe das beim Angeln. Ich drehe euch mal ein bisschen zum Wasser. Also hier vorne so ungefähr, naja, so 3, 4, 5 Meter vom Wasser, vom Ufer entfernt, habe ich die Karpfenrute liegen. Guck gerade, ja, so um die Ecke, um den Busch rum hier, um die Buschecke rum, ungefähr so hinter diesen Buschstück, da liegt die Karpfenrute. Was ich eigentlich machen kann, mache ich mal ein bisschen tiefer. Wackelt ein bisschen, Entschuldigung. So ist besser. Gucken. Also hier vorne, ihr seht es, das ist alles weich, da kann man nicht hingehen. So, ich denke, so geht das. Da habe ich wenigstens den Akku im Blick.
Ja, ich wollte eigentlich das Handy mitnehmen zum Filmen, aber ist auch doof, weil dann hat meine Frau zu Hause kein Handy, weil das andere, da ist leider die SIM-Karte gesperrt. Da hatte unser Sohnemann aus Versehen, er hat da irgendwas geguckt am Handy und wir haben das nicht mitgekriegt und der wollte da irgendwas tippen und hat aus Versehen die SIM-Karte den PIN falsch eingegeben. Naja, jetzt habe ich die Unterlagen von der SIM-Karte nicht mehr gefunden, wo die PUC drin steht. Naja, und da müssen wir uns dann irgendwann eine neue SIM-Karte für das Handy holen, für das Zweithandy. Und da wäre jetzt doof, wenn ich das Handy, das einzige, was wir noch haben, unser Haupthandy, wo ich auch immer Aufnahmen mitmache, wäre ja doof, wenn meine Frau das nicht zu Hause hat, weil wenn da mal eine WhatsApp kommt oder so, ich habe ja hier kein Datenvolumen oder sonst was. Oder auch so, wenn mal was ist, dann, ne? Und deswegen habe ich die Action Cam mitgenommen. Ja, ist eh besser zum Aufnehmen. Das ist. Die ist schneller eingeschaltet und auf Aufnahme getippt. Das sind zwei Tasten, zwei Knöpfe, die ich drücken muss. Einschalten, Aufnahme, fertig. Und mit dem Handy, da musst du erst entsperren und die Kamera-App aufmachen und dann auf Aufnahme drücken. Und mit so einer Action-Cam hast du schneller mal einen Live-Biss. Gerade wenn, na, ich kann ja hier nicht 5 Stunden aufnehmen am Stück. Erstens reicht die Speicherkarte nicht und dann, ja. Ist der Akku halt auch so schnell leer. Deswegen werde ich euch jetzt auch erstmal auf Pause schalten, Kamera erstmal ausmachen und sobald sich was tut, schalte ich euch natürlich dazu. Alles klar. Bis denne. So, gerade eben hat was gezuckt an der Rute. Kann natürlich sein, dass es nur ein Zwergwels war. Ne, nichts dran. Nichts dran. Mit dieser Route, das ist so krass, weil da muss man gar nicht groß ausholen und auswerfen, die lässt sich so leicht werfen, das ist echt heftig. Mit nur ganz wenig Schwung, zack, bumm, drüben am Ufer, am anderen Ufer, die ist so krass, diese Route. Das ist ja diese von Tubatini, die nennt sich Concept Feeder TB, 13 Fuß. Ja, eine mittelleichte Aktion hat die und ja, geht bis, also Optimalgewicht sind so 30 Gramm, geht auch bis 50 Gramm, ne, aber optimal, naja, ich würde sagen so zwischen 30 und 50 Gramm. Ein 50 Gramm Futterkorb, also ein Flatfeeder, ist schon zu schwer, weil der Korb selber wiegt 50 Gramm, dann kommt noch Futter dazu, das sind locker auch nochmal 20 Gramm. Ja, da seid ihr schon so bei 50, 60 Gramm, würde ich sagen. Und so ein 30 Gramm Futterkorb, so ein Flatfeederkorb ist optimal für die Rute. Ich habe da schon so große Fische mitgefangen. Das ist schon krass. Die ist wirklich krass. Echt eine schicke Rute. Gut. Dann hole ich euch dazu, wenn sich was tut. Bis denne. So, bis. Ja. Live-Biss Nummer 1.
keine Ahnung was es ist, Brassen, vielleicht eine kleine Schleie, macht ziemliche Kopfschläge. Moment, muss mal kurz. Brassen. Na, mehr. Aber ein kleiner. Ein kleiner. Ich zeige ihn euch gleich. So. Gut gehakt. Wirklich ein kleiner und dünn. Der ist richtig dünn. So, gleich zurück. Petri, Fisch Nummer 1 entschneidert. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Hier was sauber verwickelt. Boah, was ist denn das jetzt? Gut. Dann löse ich die Verwicklung und dann geht es weiter. So, Verwickler gelöst. Und zwar habe ich jetzt mal einen anderen Boilie ran gemacht, so einen pinkfarbenen, ja, das ist ein auftreibender. Also ein Pop-up. Und auf den hat er gebissen. Vorhin die ganze Zeit auf diesen einen, den ich euch am Anfang gezeigt habe. Da hat nichts gebissen. Aber auf den... Den wollten sie haben. Es war nur ein kleiner Brassen, aber der Anfang ist gemacht. Vielleicht geht ja noch was. Ne? Ich weiß auch nicht, wie spät es jetzt ist. Man hat keinen Sonnenstand und nichts hier durch die Bewölkung. Ich denke mal, es wird so 15, 16 Uhr sein vielleicht. Keine Ahnung. Aber ich konnte zumindest den Verwickler lösen. Ich dachte schon, ich muss die Schnur kappen. Die Hauptschnur und nochmal neu knoten. Aber ups, war ein bisschen zu weit an der Buschkante. Naja gut, macht nichts. Gefällt mir nicht da. Muss nochmal neu auswerfen. Da muss ich nochmal neu auswerfen. Das hat mir so nicht gefallen.
Jo, da passt es. So. Sind zumindest Fische am Platz. Mit ein bisschen Glück kommen noch größere. Ist ja oft so, erst kommen die kleineren, dann kommen die größeren, dann kommen die ganz großen. Ja, aber sehr schön. Da wünsche ich mir mal einen Petri Hai. Da ist immer schön, wenn man zumindest, wenn es nur kleine Fische sind, ne? Wenn man nach Hause fährt und sagt, ja gut, hast was gefangen. War jetzt nicht der Zielfisch, ne? Also einen Karpfen wünsche ich mir schon noch, aber Angeln ist nun mal kein Wunschkonzert. Das ist halt so, ne? Boah, ist die Cola warm. Pfui Deibel. So warme Cola ist echt nicht lecker. Ja, hier an der Kuhle ist halt ein entspanntes Angeln. Man muss nicht weit werfen. Man sitzt hier gut. Ne? Überall Büsche, wo man nicht so gesehen wird. Ich finde das schön hier. Und vor allem hier in diesem schmalen Teil, da sind so viele große Karpfen drin. Große Fische. Das ist schon echt heftig. Also der größte Karpfen, den ich hier gefangen habe, waren so um die zwischen 80 und 90 Zentimeter. Das war so der größte, den ich gefangen habe. Weiß nicht, ob da noch größere drin sind. Kann sein, kann nicht sein. No. Erstmal Pfeife geleert. Natürlich. Zack, Müll mitnehmen, ganz wichtig. Die Asche natürlich nicht, aber Filter und sowas. Ich finde das auch immer so schlimm, wenn man so seine Kippen immer hinschmeißt. Ich sehe hier so oft irgendwelche Kippenstummel rumliegen, das ist echt übel. Ich meine, brauchen wir uns nichts vormachen. Ich habe das früher, wo ich noch Zigaretten geraucht habe, habe ich das auch gemacht. Da habe ich meine Kippen auch überall hingeschmissen, ne? Aber ja, heute würde ich es nicht mehr machen. Definitiv nicht. Ja, zuppelt schon wieder was an da. Seht ihr die Rutenspitze einigermaßen? Oh, weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Aber hat eben gerade wieder was gezuppelt. Die Karpfenrute hat vorhin auch 3-4 Mal gepiept, aber. Also der Bissanzeiger, nicht die Rute. Aber ich denke mal, das waren nur Schnurschwimmer oder Fische, die vielleicht den Boilie aufgenommen haben, haben ihn aber wieder fallen lassen, weil sie ihn vielleicht nicht mochten oder waren misstrauisch. Ja.
Naja, mal gucken. Wasser ist auf jeden Fall warm genug, die Fische sind aktiv. Ich schätze mal, das Wasser wird so um die 25 Grad haben. Ich habe vorhin mal, wo ich mein Futter angemischt habe, habe ich reingelangt. Also es hat schon gute Temperaturen. Irgendwas zwischen 25 und 30 Grad. Ah, dadurch, dass das hier ein Moor ist und das sehr dunkles Wasser ist, ne, das heizt sich halt schnell auf. Das geht eigentlich relativ, selbst im Frühjahr, wenn ihr mal ein paar Tage so um die 15, 20 Grad habt, dann ist das Wasser schon richtig schön warm. Und dann werden die Fische halt aktiv, ne. Ist im Sommer manchmal ein Problem, gerade weil halt alles Stillgewässer ist, ne. Da hast du dann so heißes Wasser, also warmes Wasser, dass die Fische nicht fressen wollen. Die sind dann komplett inaktiv. Da geht dann gar nichts. Da brauchst du tagsüber so gut wie gar nicht angeln gehen. Irgendwann abends oder nachts oder in der Morgendämmerung beißen die dann richtig. Aber tagsüber könntest du das knicken. Ist schon ein schönes Angelplätzchen hier, unser Moor. Vor allem großes Gebiet halt, ne? Man hat hier zig, ich weiß gar nicht, ich muss das mal zählen, zig verschiedene Angelkuhlen, große, kleine, schmale, breite. Ich kann euch ja mal zeigen. Und zwar ist hier hinter mir, ist eine Kuhle. Das ist mit so eine der größten. Da vorne ist der Hauptweg, da vorne so. Ich habe große Karpfen gefangen, hier vorne so, hier so da hinten in der Ecke drinne. Und das ist halt hier so eine schöne große Kuhle. Ja. Hier liegt aktuell das Boot von unserem Gewässerwart. Der stellt immer Reusen. Oder hier ist das Paddelboot. Ja, können wir runde Boot fahren, ne? Ja, und er hat hier draußen, ich weiß nicht, das könnt ihr vielleicht nicht sehen. Ich versuche das vielleicht, wenn ich es nicht vergesse, mal im Schnittprogramm dann ran zu zoomen. Der hat hier so Reusen gestellt, wegen den Zwergwelsen und so, ne? Ja. So ist das. So, und dann geht es hier noch durch. Geht der Weg, also der Weg fängt an hier hinten. Geht da vorne weiter und dann kommt die nächste Kuhle. Das war, wo ich dieses Jahr das erste Mal angeln war, habe ich dann da vorne in der Kuhle meinen ersten Karpfen gefangen. Der erste Fisch der Saison fing mit einem Karpfen an. So, und das seht ihr. Gar nicht viel mitgenommen, ne? Hier nur mein Stuhl, dann hier meine Karpfenrute, die Massetfeederrute, ein paar Rutenhalter, ja, und dann halt hier Satteltasche, also Fahrradtasche, bisschen was zu trinken, natürlich wichtig, nie vergessen, Maßband. Dann hier habe ich mir mal, bei uns ist so ein Sonderpreisbaumarkt, nennt sich das. Da gibt es solche Werkzeugkisten. Die sind nicht schlecht, da ist schon einiges an Platz. Ich zeige euch das mal. Mal den Tabak weg. So, da hat man hier oben noch Fächer, ne? Da habe ich so ein bisschen Kleinkram hier. So, kann ich mal aufmachen. Ein paar Wirbel, ein bisschen Zubehör fürs Karpfenangeln. Beziehungsweise Massetfeedern und Knicklichter. Ein bisschen Karpfenvorfach von Magic Baits, das ist eine Eigenmarke von Angelberger. Dann hier so verschiedene Haken, die habe ich mir mal gekauft bei uns beim Action. Dann hier Hülsen für so Silikonhülsen, verschiedene Größen fürs Posenangeln. Genau. Dann habe ich hier, das ist zum Aufziehen für Dumbbells, fürs Massetfeedern. Wenn ihr Haken habt,
wo vorne so ein Baitband dran ist, so ein Gummiband, könnt ihr das spreizen. Dann den Dumbbell hier vorne reinklemmen, zumachen, abziehen, zack, habt ihr das Teil drauf. Ja, dann halt hier, ne, Boilie-Bohrer, Mikro-Boilie-Nadel, dann für die, ja, für diese Spieße, fürs Massetfiedern, zum Durchpieksen, genau. Ja, und dann hat man halt hier drinnen noch, ne, ich halt hier ein paar Futterkörbe, ein bisschen Blei, hier Flatkörbe fürs Massetfiedern, dann hier nochmal ein paar, ja, ein paar Körbe, Boilie-Stopper, hier auch so ein Case, da sind Kleinteile drin. Ja, und dann kann man das hier so rausheben. Da habe ich halt hier unten noch verschiedenste Sachen, so, ne, paar Posen, Glöckchen fürs Aalangeln, sowas halt alles. Dann ein paar verschiedene kleine Bleie. Ja, und Kleinkram. Ne. Noch einen zweiten Bissanzeiger hier, ein ganz günstiger. Aber der funktioniert gut. Er soll halt Piep machen und mehr nicht. Ne. Ja. Dann hier habe ich eine ganze Menge fertige Vorfächer, obwohl ich ganz gerne auch meine Vorfächer selber binde. Ja, ein bisschen Ersatzschnur, ne? Hier 0,25er, die ist gut. Mit der bin ich zufrieden. Dann hier ein bisschen diese Camtec-Schnüre vom Balzer, sind echt spitzen Schnüre, Forellenschnur. Hier, was habe ich hier? Die ist auch sehr gute Schnur von Owner, 0,16er. Ja, und hier so eine günstige Schnur, die nehme ich immer gerne fürs Vorfachbinden oder so. Ne? 0,29er Durchmesser. 0,20er. Ja, halt ein paar Boilies hier. Dafür sind die Fischfutterdosen gut hier, für die, also fürs Aquarium, die Zierfischflocken von Microblift von Arca. Da habe ich Boilies drin. Ja, und mehr ist es nicht, ne? Bisschen Zubehör, Kleingram. Ja, passt. Mehr braucht man nicht. Was ich immer gerne mitnehme, ist hier. Ich zeige euch es mal. Das sind halt verschiedenste Mini-Boilies, Dumbbells. Eine ganze Auswahl. Das hier ist, wenn ihr was bestellt im Internet, Verpackungsmaterial. Das ist ja diese Maisstärke, diese aufgeschäumte. Ich muss immer mal nach der Rute gucken. Die ziehe ich mir ganz gerne auf den Haken beim Karpfenangeln, weil dann habt ihr die Verwicklung. Manchmal verwickelt sich das Vorfach. Und wenn ihr das drauf schiebt auf den Haken, dann das löst sich ja im Wasser innerhalb von Sekunden auf. Ne? So, dann hier noch ein paar fürs Massetfiedern, ein paar Vorfächer. Und das war's, mehr habe ich nicht dabei. Mehr brauche ich heute nicht. Ganz leichtes Gepäck. Dann hier. Das sind selbstgemachte Boilies. Das sind, glaube ich, Frohlich-Boilies, die ich mal gemacht hatte. Die nehme ich zum Anfüttern. Dann habe ich mit hier Knoblauchmais, Angelmais aus dem Angelladen. Und natürlich der altbewährte Dosenmais, genau. Dann hier auch nochmal Boilies, Matze Koch Boilies. Das sind diese Bananendinger, die wirklich richtig geil nach Banane riechen. Ja, das war's. Dann habe ich ein Messer dabei, ein Opinel, schön scharf. Hat schon gut Patina, die Klinge. Also hat ein bisschen angesetzt, aber es ist halt Carbonstahl. Carbonstahl bleibt halt nicht glänzend, ne? Aber er lässt sich sehr gut schärfen. Dann hier Fischbetäuber. Hier so einfach aus Messing. Massiv, schön schwer. Also relativ schwer. Und hier habe ich noch Karpfenvorfächer drin. So ein Case. Ja, mehr ist es nicht. Genau, mehr ist es nicht. Und natürlich mein Bike, mein Cube. Was mir schon richtig gute Dienste geleistet hat. Das hat schon einige hundert Kilometer auf dem Buckel. Das ist schon gut. Ist ein Hardtail, ne? Also nur vorne gefedert.
kein vollgefedertes. Brauche ja kein Downhill-Bike. Ja. Cube. Muss ich mal wieder putzen. Aber ihr könnt es sehen, das sind noch die ersten Bremsen, die ersten Bremsbeläge. Das erste Ritzel, die erste Kette. Ich habe bis jetzt das Einzige, was ich gemacht habe. Ich habe gucken lassen, ob die Bremse, ob der Druckpunkt noch stimmt. Das war noch perfekt. Musste nichts gemacht werden. Kette habe ich messen lassen im Fahrradladen. Mit einem Abstandsdingens. Für Ketten gibt es ja so ein Messteil. Sagt er, die ist noch okay. Ja, Bremsscheiben sind auch noch drauf, die originalen. Musste ich auch noch nichts wechseln. Wie gesagt, die, ja, die Bremsbeläge, die werde ich aber spätestens nächstes Jahr mal wechseln. Da hole ich mir mal einen Satz neue Bremsbacken. Ist ja eine hydraulische Scheibenbremse. Das Ding zieht an wie Sau. Ja, schickes Fahrrad. Man kann hier die Federgabel, kann man hier locken, dann federt nichts mehr. Kann man hier, zack, gelockt, offen. Ja. Aber ich habe den Federweg eh ziemlich kurz eingestellt, dass ich nicht, ja, dass es nicht so federt, ne? Ihr seht es auch, die Ritzel, die sind noch okay, da ist noch gar nichts mit, ne? Die Schaltung sieht auch noch gut aus. Kaum Rost dran, also so gut wie gar kein Rost, ne? Und, ja. Genau. So. Dann setze ich euch auf die, aufs Stativ. Einen Moment. So, müsste es gehen. Ja, bis jetzt hat sich noch nichts getan wieder. Mal gerade gucken. Ja. Ja, so ist das, ne? Wenn man seine Sachen gut in Acht nimmt. Ich lasse das Fahrrad ja auch nicht draußen stehen, ne? Wie viele sehe ich bei uns vom Block? Da stehen Fahrräder rum, da ist ein Platten, die sind schon seit einem Jahr stehen die da rum. Da ist noch nichts bewegt worden an dem Fahrrad. Die Kette total verrostet. Ein Plattfuß drinnen, ne? Das könnt ihr alles vergessen, wenn ihr eure Fahrräder immer draußen stehen lasst bei Wind und Wetter. Das rostet euch unterm Arsch weg, im wahrsten Sinne des Wortes, und ich hasse das, ne? Das Fahrrad hat gekostet, das war damals im Angebot bei Fahrrad.de, im Internet gekauft, Fahrrad.de, und was habe ich denn da bezahlt? 700, 800, weiß gar nicht mehr genau, und das ist jetzt, oh, wann habe ich denn das gekauft? Jetzt haben wir 2024. Sowas. Ja. Ja, es war wie gesagt im Angebot, weil halt ja, die neue Serie von dem Cube rauskam. Und die neue Jahresserie, ne, bringen ja immer jedes Jahr, bringen die ja immer ein neues Modell raus, zwar dasselbe Fahrrad, aber dann vielleicht mit einer anderen Lackierung, mit einer anderen Farbe, mit anderen Lenkergriffen und so. Und dann schreiben sie Cube, I'm, das heißt Cube, I'm, weiß ich jetzt gar nicht genau die Bezeichnung. Ja, und da ist noch nichts mit dem Fahrrad, ne. Und das hat mir echt schon treue Dienste geleistet. Da sind wir schon nach Flensburg gefahren und hin und her. Das sind ja auch
knapp 100 Kilometer. Eine Strecke, so um die 90 Kilometer ungefähr. Ich bin damals mit meiner Frau nach Flensburg gefahren. Schön am Nordostseekanal lang, auf dem Rückweg. Ja, war schon schön anstrengend, aber war toll gewesen. So. Jetzt. Neuen Korb ausbringen. Ja, mal gucken, ob heute noch was geht oder ob es der einzigste Fisch bleibt, der Brassen. Schauen wir mal. Da schau her, Stachelbär. So, ich drehe euch mal um. Total bewölkt heute, bevor ich los bin. Perfekte Punktlandung. Heute, wo ich los bin, war perfektes Wetter. Sonne, kaum Wolken am Himmel und kaum war ich am Wasser, zack, bewölkt. Naja, gut, soll mir auch recht sein, ne? Weil wenn man so in der blanken Sonne hier sitzt, irgendwann kriegt man Kopfschmerzen, das ist dann auch nicht so dolle. Ich muss heute eh schon eine Ibu nehmen. Keine Ibu, sondern eine Dolamin, Migräne-Tablette. Ganz da heute schon so leicht Kopfschmerzen. Liegt aber auch mit dran, dass ich heute kaum was gegessen habe. Ne? Ja. Später, wenn ich nach Hause komme, wir hatten noch eingefroren, so eine Packung Krakauer. Die hatte ich rausgepackt, bevor ich zum Angeln bin. Bis ich zu Hause bin, sind die aufgetaut. Die werde ich mir dann entweder kochen oder braten. Mal gucken. Und ein bisschen Ketchup oder Senf dazu. Und Toastbrot reicht. Vielleicht noch ein Spiegelei. Schon lecker. So, bei wie vielen Minuten sind wir denn? 25? Ja, ich denke mal, das wird wieder so ein 2-3 Stunden Video. Aber Angelvideos kommen ja bei mir eher als Premiere. Kann man nebenher ein bisschen chatten. Im Live-Chat. Aber es könnte mal wieder ein Fisch beißen, ne? Jungs und Mädels. Was ist denn los da unten auf dem Grund? Habt ihr keinen Bock? Die wissen genau, der bekloppte YouTuber ist da und nimmt immer Videos auf und deswegen denken die sich, du kannst nicht mal. Ja, manchmal denke ich mir so, was Fische denken, ne? Ja, da kommt wieder dieses Vermenschlichen, ne? Also Fische können schon denken. Ich will jetzt nicht sagen, dass Fische nicht denken können, aber halt nicht wie wir Menschen, ne? Ja. Oh! Biss? Der hat's gehört. Na komm, geh richtig ran. Ja, sehr gut. Ja. Hängt. Ah, ab. Fisch verloren, oh nein, die Welt geht unter. Nein, geht sie nicht, das gehört zum Angeln dazu. Na, wo hängt es denn jetzt? Ah. Hier in so einem blöden Grashalm, das ist so ein ganz stabiles Gras, ich weiß nicht, wie man das nennt. Und wenn sich das da reinhängt, es hängt da voll drinne. Einmal mit Profis. So.
Hier ist so ein ganz stabiles Gras, ist das. Das könnt ihr auch gut als Beulichstopper nehmen, habe ich auch schon mal gemacht. Wo ich meine Beulichstopper vergessen hatte, habe ich das genommen. Geht super. Kann der nächste kommen? Aber man merkt jetzt durch die Tempo, also man merkt, es geht so langsam. Ich denke mal, es wird so um die 16 Uhr, vielleicht 16:30 oder so, vielleicht sein. Ich habe echt keine Ahnung, weil ich habe keine Uhr dabei. Man merkt, jetzt wird es langsam wieder kühler, aber es ist noch angenehm. Man hält es im T-Shirt noch aus, also. Ah, ich muss unbedingt die Tage mal meine Gefriertruhe plündern, also unseren Gefrierschrank. Ich habe noch so viel Fisch eingefroren von diesem Jahr. Der muss unbedingt geräuchert werden. Ich habe mal wieder Bock auf Räucherfisch, so Karpfen und sowas. Eine Aal habe ich ja drin. Ein Kumpel, der hatte mit seinem Bruder geangelt. Die waren am Nord-Ostsee-Kanal. Nee, Quatsch, an der Eider. Und die haben einen Aal gefangen und die essen nicht so gerne Aal. Und da hat er mich gefragt, ob ich den haben will, so um die 60 cm. So, ja, den nehme ich gerne, den hole ich mir die Tage noch ab, dann räuchere ich den dann beim nächsten Mal mit. Ja, finde ich ja nett, ne? Ja, würde ich auch machen, ne? Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe einen Kumpel und ich weiß, oder einen Bekannten. Und ich weiß, der mag gerne Aal, ne, und ich mag es halt nicht so und habe halt einen gefangen, der maßig ist. Klar kann ich ihn zurücksetzen, aber würde ich ihm auch einen mitbringen, ne, oder zwei. Warum nicht, ne? Aber das war schon der zweite Biss. Der hing, aber ihr habt es gesehen, ist wieder abgegangen. Naja, passiert, ne? Aussteiger. Warum auch immer, Haken nicht richtig gesessen. Was ich tatsächlich so gut wie noch nie hatte, also Abrisse, weil ich im Busch geworfen habe, ja. Aber durch Fische, ein Abriss, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich jemals während des Drills einen Abriss hatte. Ja, ist auch gut so, ne? Weil ja, es ist halt nicht schön, wenn der Fisch mit im schlimmsten Fall mit Blei im Maul rumschwimmen muss. Ich meine, das ist das Schöne beim Method Feedern, ne? Wenn ihr da wirklich beim Drillen einen Abriss habt, dann ja, dadurch, dass der Method Feeder, ah, da zuckt wieder was. Dadurch, dass der Method Feeder Korb eben frei auf der Schnur läuft, passiert das eben nicht, ne? Dann hat er maximal ein Stück Schnur im Maul. Und meistens reißt es ja an der schwächsten Stelle und das ist ja beim Vorfach, ne? Ich finde so Method Feedern ist halt ja sehr schonende Angelei.
muss mir mal wieder 6mm Filter kaufen. Das sind fast alle. Hier die Dr. Perl Junior von Pfauen Dr. Perl. Boah, die sind gut. Aktivkohlefilter halt, ne? Ich dachte schon, die Karpenrute piept. Dabei war das die Kamera, die hat eine neue Aufnahmesequenz angefangen. Voll geschockt. Voll geschockt. Ah, die Gänse, Nonnengänse. Nee, waren Graugänse, glaube ich. Konnte es nicht erkennen. Natürlich jetzt schwierig mit dem Wind, weil hier gerade ein bisschen Wind ist, sich die Pfeife zu entzünden. Meine Güte. Schwierig. Keine Chance, kriegst du die Pfeife nicht an. Das ist der Nachteil, ne? Dem Busche sei Dank. Darfst du mir nur nicht wieder ausgehen. Da könnte ich ein Chat-Feuerzeug nehmen, aber da hat man halt auch nicht lange Freude an der Pfeife. Kann ich euch ja kurz mal zeigen, was ich mir letztens gebastelt hatte. Und zwar als Fallbissanzeiger. Einfach hier Pfeifenreiniger, oben umgeknickt. Dann so ein, weiß nicht wie viel Gramm das sind, 10 Gramm Blei. Huch. Und dann wenn ein Fallbiss kommt, Fallbiss, für die, die es nicht kennen, da schwimmt der Fisch auf euch zu, also vom auf die Rute zu. Dann passiert Folgendes. Zack, geht das nach unten, ne? Genau.
Und das kann man halt, ja, stellt man sich halt ein, mache ich immer gerne auf diese Höhe, bisschen tiefer noch, so, passt. Und dann seht ihr auch die Fallbisse. Früher habe ich immer ein Ü-Ei reingehangen, geht auch, ein Ü-Ei, ein 10 Gramm Blei rein und ja, nachts könnt ihr noch ein Knicklicht reinpacken, dann seht ihr das noch, geht auch. Man muss nicht immer teure Bobbins oder so kaufen. Ich war am Anfang auch so blöd und habe mir so teure Bobbins gekauft. Also diese Einhänger, die es so im Karpfenbereich halt zu kaufen gibt, im Angelladen, ne? Bobbins. Ich habe auch noch welche in der Angelkiste. Aber eigentlich ist das nur Geldmacherei. Das ist nur für uns, für unser Ego, weil es uns gefällt. Mehr ist das nicht. So was Einfaches tut es auch. Und wenn ihr das wollt, könnt ihr an so einen Pfeifenreiniger auch ein Knicklicht dran tütteln. Einfach ein Stück Schnur nehmen und festbinden. Zwei, drei Knoten und fertig. Das muss ja keine Tragkraft haben oder so. Das muss ja einfach nur halten. Und dann seht ihr das auch nachts. Das geht genauso. Ist zwar nicht so schick wie so ein schöner Bobbin für 100 Euro, aber ja, der Zweck heiligt die Mittel. Dieser ganze Angelkram, das kostet so schon alles ein Schweinegeld, ne? Wenn ihr überlegt, was es für Bissanzeiger gibt. Meine Bissanzeiger haben maximal 30 Euro gekostet und die tun es auch. Der, den ich da habe, der Bissanzeiger, den habe ich seit ich angel. Ich habe meinen Angelschein gemacht 2020, glaube ich, 2020 oder 21. Und da hatte ich mir diesen Bissanzeiger gekauft und der funktioniert bis heute. Der hat schon Regen und alles mitgemacht. Ne? Man braucht keine Bissanzeiger, wo vier Stück mit Funk und all so ein Scheiß und Fernbedienung und hast nicht gesehen. Alles so eine Fürzle, die man eigentlich nicht braucht. Ne? Die kosten 800 Euro oder mehr. Ne? Klar, die sind natürlich hochwertiger verarbeitet, ne, stabiler, die hast du wahrscheinlich bis an dein Lebensende. Aber so günstige Bissanzeiger, der hat mal 30 Euro gekostet maximal. Und wenn der 5 Jahre hält, dann hat er seinen Dienst getan und da ist man zufrieden. Ne, dann kauft man sich halt einen neuen. Was ist das denn hier? Voll der Ast im Tabak. Alter Falter. Seht ihr das? Voll der krasse Ast. Kein Wunder, dass die nicht brennt. Ja, das sieht natürlich aus, obwohl ich den rausgepult habe. Aber kann ich ausnutzen, jetzt gerade keinen Wind. Ja, so ein Zippo ist schon eine coole Sache, ne? Ist jetzt mit Pfeifeneinsatz, Gaspfeifeneinsatz. Zippo funzt halt immer, ne? Außer jetzt bei starkem Wind dann natürlich nicht mehr. Das Schweigen der Fische. Ihr könnt mir ja mal eure Erfahrungen schildern, wenn ihr das Video seht, an alle Pfeifenraucher, wie alt eure älteste Kornkopfpfeife ist, wie haltbar sowas ist.
Klar, kommt immer aufs Rauchverhalten an, ne? Ist klar. Sagt der Akku. Ja, Hälfte. Hälfte Akku haben wir noch. Wie gesagt, ich habe zur Not noch einen zweiten mit, aber ja. Ich hoffe, es fängt nicht zu regnen an. Und der Himmel ist schon arg grau. Ihr seht es vielleicht. Aber es war kein Regen gemeldet. Es war kein Regen gemeldet. Der raucht sich so schnell durch, dieser Tabak. Das ist fast wie Zigarettentabak. Rein theoretisch kann man den auch drehen. So. Aber nicht mal die Zwergwälze beißen. Gut, bin ich auch ganz froh drüber, ne? Bin jetzt nicht erpicht auf Zwergwälze. Wobei die auch geräuchert sehr gut schmecken. Das, so ist es nicht. Die sind schon lecker. Aber die beißen meistens erst abends oder nachts. Klar, tagsüber kann man auch manchmal Zwergwälzbisse haben, aber... Ne? Flieger, grüß mir die Sonne, wenn es das jetzt. Ab in den Busch. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Ich habe eben noch dran gedacht, so, ne? Ich wollte erst sagen, ein Wunder, dass ich heute noch nicht in den Busch geworfen habe, aber ich verkneif's mir lieber, das zu sagen, weil sonst trifft es ein und zack. Kaum habe ich den Gedanken gehabt, werfe ich in den Busch. Das ist echt nicht normal, ne? Ich darf sowas echt nicht denken. Es ist echt, echt übel. Das ist echt übel. Das ist nicht schön. Der war gut. Perfekte Punktlandung. Perfetto.
kleines bisschen auf Spannung bringen. Ich werde mal ein bisschen Mais anfüttern. Vielleicht lockt das ja den einen oder anderen Fisch. Mal schauen. Oh, Frösche. Aua. Frösche. Es tut auch ganz gut, wenn man hier am Wasser sitzt und hat keine Stechmücken und sowas, ne, und auch noch keine Kriebelmücken. Dadurch, dass auch ein bisschen Wind geht, ist das ganz gut. Dann kann man wenigstens auch mal mit T-Shirt hier sitzen und muss sich nicht zerstechen lassen. Na, da zuckt wieder was an der Rutenspitze.
werde ich mal einen Köderwechsel machen. Und zwar werde ich nämlich den, ich würde sagen, die hier. Die werde ich mal aufziehen. Das sind so kleine Scopex-Boilies. Einfach mit dem Boilie-Bohrer ein Loch reinmachen, dann lässt sich besser aufspießen. So. Seht ihr, dann habt ihr hier so einen kleinen Spieß. Dann hat man so eine kleine Nadel. Och, Mensch. So. Dann hat man das so. Zack, einmal durchgespießt. Abziehen. Dann habt ihr das hier vorne so hängen. Zack. So schnell geht das. So schnell geht das. Und die habe ich schon ewig. Fluoboilies von der Firma SeaTech, das gehört zu Spro. Das ist eine Zweitmarke von der Angelfirma Spro. Scopex steht hier. Den habe ich auch schon gut gefangen und die habe ich schon ewig, die habe ich schon so viele Jahre. Das ist echt heftig, wie lange so ein Kram hält. Naja, da ist so viel Konservierungsmittel drin, das hält halt ewig. Ne? Die sind im Laufe der Jahre ein bisschen kleiner geworden, also sind ein bisschen geschrumpelt. Aber deswegen sind sie noch genauso fängig. So, mal gucken, ob es das bringt. Ups, naja, gut, kann man gelten lassen. Ah, ich denke mal, ich werde noch so 1-2 Stündchen werde ich noch machen.
denke ich. Und ja, mal schauen, ne? Bis dahin kann noch alles passieren oder gar nichts. Aber ich will ja nicht meckern, ich habe ja zumindest einen Fisch gefangen, einen kleinen Brassen, und einen gehakt, aber konnte ihn halt nicht landen. Ne? Karpfen ging bis jetzt noch nichts, Zwergwälse zum Glück auch nicht. Obwohl, wie gesagt, hier sind auch größere Zwergwälse drin. So zwischen 15 und 20 cm. Und die kann man schon ganz gut verwerten. Das geht schon gut. Ja, Futter habe ich auch nicht so viel verbraucht. Ihr seht, da ist noch jede Menge drin. Das nehme ich auch wieder mit nach Hause. Das war zwar schon mal eingefroren, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Dann friere ich das wieder ein. Ich habe das auch schon gemacht, ich habe Futter schon zwei, dreimal eingefroren und deswegen habe ich trotzdem mitgefangen. Mir ist das einfach zu schade, das wegzuschmeißen, auch wenn es, ne, kein teures Angelfutter aus dem Laden ist, sondern Paniermehl. Aber es sind ja trotzdem Zutaten dran, die nicht wenig kosten. Ne? Und warum soll ich dann so viel Futter wegschmeißen? Das ist ja Quatsch. Kann man einfrieren und kann das nächste Mal mit angeln, funktioniert super. Ich habe das schon bei so vielen Leuten gesehen, die haben geangelt mit richtig teurem Angelfutter aus dem Laden, aus dem Angelladen. Ne? Und dann haben sie von ihrem Kilo, haben sie vielleicht noch ein Viertel Kilo oder so, haben sie übrig. Und das schmeißen sie ins Wasser. Ne? Totale Verschwendung. Kostet einen Haufen Geld. Da legen sie immer so viel Wert auf irgendwelches teure Angelfutter, weil das ja angeblich besser fängt und hin und her. Mag ja vielleicht sein, aber ihr seht es ja selber, wie ich angel. Ich angel immer mit Paniermehl. Anfangs habe ich auch immer mit Angelfutter geangelt, weil ich dachte, man muss das, man braucht das. So, und dann irgendwann bin ich aber auf den Trichter gekommen, nö, Paniermehl geht genauso gut. Hat früher gut funktioniert und funktioniert jetzt auch noch. Bin ja jetzt nicht bei irgendeinem Wettkampf angeln, wo ich mich mit meinem Futter von 50 anderen Mitanglern abheben muss, ne? Dann sehe ich es ja vielleicht noch ein, dass man da gewisse Angelköder oder auch Futter nutzt, wo man sich von anderen abhebt. Ne? Aber hier für mich, warum soll ich mir ständig teuren Angelkram kaufen? Ich bin mittlerweile gut ausgestattet, ich habe einige Ruten, wo ich meine Angelei mit betreiben kann. Ich habe Karpfenruten, ich habe Massetfeederruten. Ich habe eine Feederrute, ich habe eine Spinnrute, die ich aber als Allround-Rute nehme. Und ja, von daher brauche ich mir erstmal nichts mehr kaufen. Aber was nochmal irgendwann rankommt, sind nochmal die ein oder andere richtig gute Rolle. Da muss ich auch mal gucken. Jetzt mittlerweile, die ich habe, die tun's. Oh, da hat was gezuppt. Was ich dann halt hin und wieder mal kaufen muss, sind halt so Kleinteile, ne? So Wirbel oder auch mal Schnur neu aufspulen oder eben Angelhaken kaufen und mal so Köder, aber ihr seht es ja selber. Damit reiche ich die nächsten 10 Jahre, kann ich da angeln mit. Das Zeug hält sich ja ewig, solange das nicht anfängt zu schimmeln, passiert da gar nichts mit. Bin ich am Anfang in den Angelladen gerannt, habe mir ständig irgendwas gekauft. Ne? Mittlerweile bin ich da total entspannt, was das angeht. Also ich habe vieles, ich brauche nicht so viel. Wie gesagt, das Einzige, was ich mal brauche, sind mal neue Haken oder so. Und dann war's das. Ne? Mehr brauche ich da nicht mehr. Moin. Hm? War ein Brassen. Und einen hatte ich gehakt, der wollte aber nicht hängen bleiben. Naja. Hauptsache ein bisschen am Wasser sitzen. Was? Hauptsache ein bisschen am Wasser sitzen. Jo. Ja. Nee, bis jetzt noch nichts. Also. Nee? Nee. Also das ist ein Abend los.
Sind denn noch Kriebelmücken da oder sind die weg? Nee, hauptsächlich die richtigen hier. Ja. Und die brennen. Ja, die sind ätzend, das stimmt. Ja. So, guck mal die Welt zusammen. Jo, viel Erfolg. Ja, ist unser Gewässerwart, der, ja, wo ich euch vorhin erzählt hatte, der Reusenstelle, um Zwergwälze abzufischen. Ja, die sind hier echt eine Plage, ne? Aber die kriegst du halt auch nicht mehr los, das ist das Problem. Aber wie gesagt, ich nehme die gerne mit, ne? Wenn sie, manchmal haben sie ja eine gute Größe, da kann man sie verwerten und geräuchert schmecken die super. Noch mal ein Körbchen ausbringen. Dann seht ihr das nochmal, der gelbe Boili. Ah, Finger eingeklemmt. Ich zeig euch mal. Ruder da. Also er fährt jetzt nach da hinten zu seinen Reusen, die er gestellt hat. Ja. Ja, muss sein, ne? Das ist irgendwie, muss man anfangen, muss die bekämpfen, auch wenn es eine Sisyphus-Arbeit ist. Also mit den Zwergwälzen, das ist echt ein Problem hier. Es gibt hier ganz, ganz wenige Kuhlen, die zwergwälzfrei sind. Und das ist auch gut so. Und da achtet der Verein auch penibel drauf, dass das so bleibt. Ich meine, verhindern kannst du es natürlich nicht, ne? Es kann immer passieren, dass da Zwergwälze eingeschleppt werden, sei es durch Wasservögel, wo vielleicht hier Kormorane oder so, ne? Wo vielleicht, keine Ahnung, der schnappt sich ein, fliegt mit weg und lässt ihn dann fallen über dem Gewässer. So kommen ja auch Zwergwälze manchmal rein, kann ich mir denken, ich weiß es nicht, so denke ich mir das halt. Oder durch, ja, dass vielleicht Eier von irgendeinem Gelege von den Zwergwälzen, die machen ja auch Brutpflege und so, ne, im Gefieder hängt und dann in irgendwelche Gewässer eingeschleppt wird. Das weiß man nicht, ne. Aber wie gesagt, der Verein achtet schon drauf, dass die Gewässer, die zwergwälzfrei sind, dass die auch zwergwälzfrei bleiben. Ich sag mal, 90% der Gewässer oder 95% der Gewässer hier sind verseucht mit Zwergwälzen. Manche Kuhlen, da sind so viele Zwergwälze drin, dass die schon gar nicht mehr abwachsen können. Also die verputten dann regelrecht, bleiben halt klein, ne? Die kannst du nicht verwerten. Was willst du mit solchen Zwergwälzen machen, die gerade mal so lang wie der Mittelfinger sind? Die kannst du nicht verwerten, ne?
Aber du musst sie halt weitgerecht, ne? Du musst sie entnehmen, du musst sie betäuben, musst sie abstechen. Und ja. Aber wenn du dann so große hast, ne? So, naja, 25 bis 30 Zentimeter, da ist ja schon ein bisschen was dran an denen, ne? Und das ist halt eine gute Alternative zum Aal. Also die sind vom Fleisch her ähnlich wie die des Aals, wie das des Aals. Und ja, also ich mag sie schon gerne, ne? Ich nehme die auch mit, viele nehmen die nicht mit. Aber ich nehme die schon mit und verwerte sie. Meine Frau mag sie auch. Der Kleine, der isst nicht so gerne Fisch. Ja, ne, ich mochte als Kind auch keinen Fisch, davon mal abgesehen. Ich bin jetzt auch noch nicht so der große Fischesser, aber so Räucherfisch, ja, ist schon was Geiles. Kann man nicht mit Bratfisch oder Backfisch oder so vergleichen, da stehe ich eh nicht so drauf. Also wenn ich Fisch esse, dann geräuchert. Ansonsten, ja, mag das irgendwie nicht so, gebratenen Fisch, ist nicht so meins. Jo, so ist das, ne? Ah, wie gesagt, ich werde jetzt noch 2 Stündchen bleiben, 1 bis 2 Stündchen. Mal gucken, ob noch was geht. Mal schauen. Das sind wieder so Angeltage, wo man sitzt und sitzt und sitzt und kaum geht was, ne? Und manche Tage, da könnt ihr euch nicht retten vor Fisch. Da habt ihr so viele Fische, die ihr fangt. Da muss man dann irgendwann, muss man dann halt sagen, okay, jetzt reicht's. Jetzt hast du genug gefangen, jetzt packst du ein und gehst nach Haus. Ah, das sind die ersten Bremsen. Er hat sie angekündigt. Aber die Kriebelmücken, ihr habt es vielleicht gehört, die Kriebelmücken scheinen wohl langsam aber sicher zu verschwinden. Jetzt hat man halt die Bremsen und die normalen Stechmücken, ne? Und die sind auch schon nicht ohne. Also die sind schon auch echt übel. Ich finde sowieso, dass die heutigen Stechmücken irgendwie sind anders. Ich reagiere da auch komplett drauf, ne? Also früher hat mich das überhaupt nicht gejuckt, so ein Mückenstich. Ist auch nicht großartig angeschwollen, hat halt ein bisschen gejuckt mal einen Tag, aber dann war es das. Aber heute hast du teilweise Stechmücken, ich habe schon Phasen gehabt, da waren das richtige Beulen, die sind richtig, richtig dicke Mückenstiche geworden und das hat gejuckt wie Hölle, ne? Und das über Wochen. Und dann war das so ein richtiger fester Knubbel und dann irgendwann habe ich so richtig ein blaues Fleck gehabt, ne? Von dem Mückenstich, Wahnsinn. Habe ich früher nie gehabt, das Problem. Ich habe früher nie auf Mücken reagiert. Echt verrückt. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob es an den Mücken selber liegt, dass die ja so viel Scheiß in dich reinpumpen, ne? Keine Ahnung.
Ah, das ist halt, wie gesagt, so ein Angeltag, wo halt nicht viel geht, aber ja, mein Gott, das gehört halt zum Angeln dazu, ne? Das ist auch nicht immer nur das Angeln, dass man Fische fängt, sondern oft ist es bei mir eben auch so, dass ich das genieße, dass ich auch mal am Wasser sitze. Ah, der Fisch hat's gehört. Seht ihr? Rute geht krumm. Aber ich warte noch ein bisschen. Na, das war noch kein ordentlicher Biss. Ihr habt es vielleicht gesehen, die Rutenspitze hat schön gezuckt, aber ich habe mir angewöhnt beim Massetfiedern, wenn einer hängt, dann geht die Rute richtig krumm und dann hängt er auch. Aber wenn so ein Gezuppel ist, also entweder ist jetzt ein Zwergwels dran, ich hole trotzdem mal ein. Ne, hängt nichts. Das ist das, was ich meine. Beim Massetfiedern ist komplett anders wie bei anderen Angelleinen, ne? Wo ihr wirklich aktiv anschlagen müsst. Das müsst ihr beim Massetfiedern eben nicht, weil eben das hat ein sehr kurzes Vorfach. Ihr seht das selber, das sind maximal 10 cm. Das ist ein selbstgebundenes. Das sind maximal 10 cm. So, dann habt ihr hier dieses Teil. Muss mal meine Brille abnehmen, ich sehe nichts auf die Nähe. Dann habt ihr dieses Teil hier, was hier drinnen sitzt, das klingt irgendwann aus, wenn der Fisch dran hängt. Das ist eben auch das Schöne beim Abriss. Wenn, dann reißt das Vorfach oder der Korb fällt dann halt ab, ne? So. Und das ist einfach angeknotet, ne? Und dann läuft der frei auf der Schnur. Und das ist halt auch dieser Selbsttageffekt. Wenn da was hängt, dann hängt was. Dann geht die Rute aber auch richtig krumm. So, am Anfang musste ich mich auch dran gewöhnen, ne, mit der Massetfiederei, weil ich das halt auch gewohnt war mit dem Anschlagen und das alles. Aber beim Massetfiedern muss man das wirklich nicht. Einfach abwarten, bis die Rute richtig krumm geht und dann, ja, dann war es das. Ich sehe gerade, der Akku wird gleich leer. Gut, dann beende ich. Einen Moment, ich werfe kurz aus. Dafür reicht der Akku noch. Und dann mache ich einen neuen Akku rein. Ein bisschen will ich ja schon noch aufnehmen. Ja, boah, Glück gehabt. Kurz vor den Busch. So, dann wechsle ich den Akku. Bin gleich zurück. So, da bin ich wieder. Irgendwas ist jetzt hier ins Wasser gesprungen. Weiß nicht, was es war. Irgendwas Größeres. Kann auch einfach eine große Schlange gewesen sein. Hier hast du ja viel Ringelnattern. Manchmal sieht man die, wie die so übers Wasser schwimmen. Naja.
Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal mit dem Boot gefahren bin. Das ist bei mir schon ewig her. Ich bin früher, als ich noch in Thüringen gewohnt habe, auf dem Dorf in Obermassfeld. Da gab es eine Gaststätte, das war früher bei uns zu DDR-Zeiten, war das Kantine und Schulspeise. Ich drehe euch mal um. Das war früher Kantine und Schulspeise. Ich denke mal, der Kamerawinkel dürfte so passen. Moment mal, ich richte mal aus. So müsste es passen. War früher Kantine und Schulspeise und nach der Wende war es Gaststätte und der hat hinten so einen Schuppen gehabt, da hat er Kanus und sowas liegen gehabt und da sind wir früher als Jugendliche sind wir auf der Werra immer rauf und runter geschippert. Das war immer cool, war immer ein riskantes Unterfangen, weil ich ja nicht Schwimmer bin, ne? Und mit so einer Kanu schon nicht ohne. Tote Hose jetzt, ne? Ganz leicht hat's gezuckt. Also die ist auch schon, seht ihr, gut eingeraucht. Aber die wird halt auch sehr schnell heiß, ne? Ja, ist klar, ist ein Maiskolben, ne? Oh, da ist was gesprungen, was Großes. Irgendwas ist hier am Rand auch. Vielleicht kommt ja noch der große Karpfen. Irgendwas kruschelt auch die ganze Zeit hier im Busch rum. Können auch Mäuse sein oder Wasserratten, also Ratten oder Mäuse.